Heute möchte ich mal kurz zeigen, was mein aktuelles Projekt macht, nämlich Minicrust. Das ist Minicraft, was ja inzwischen jeder auf der Welt kennen sollte, in Rust nachprogrammiert. Eine tolle Sprache, die nicht jeder kann. Und die lerne ich gerade. Und bisher gab es davon zwei Varianten, nämlich einmal die 32-Bit-Variante und die 64-Bit-Variante für Linux. Und jetzt haben wir auch endlich eine Windows-Variante. Vielen Dank an Odin Cat dafür. Und ich wollte nur kurz demonstrieren, wie sich das Programm jetzt gerade verhält. Zuerst in der nativen Variante, also dieses MacBook hier hat einen 64-Bit-Prozessor und das hier ist Linux. Also ist das hier die native Variante. Und so verhält sich das Programm jetzt gerade. Also es ist einfach eine Funktion, die für jeden einzelnen Pixel aufgerufen wird, so oft wie möglich. Und es werden auch alle Threads, also beide Prozessorkerne verwendet, parallel. Und da haben wir jetzt gerade, weil ich hier eine Bildschirmaufnahme mache, so um die 60 FPS. Wenn ich das auf voll mache, viel weniger natürlich. Und wenn ich das ganz klein mache, das Fenster, müsste ich viel, viel mehr haben. Ja, das ist die native Variante. Dann haben wir noch hier die 32-Bit-Variante, weil die 64-Bit-Intel-Prozessoren, die haben auch die Möglichkeit, 32-Bit-Sachen weiterhin auszuführen. Darüber ist es ja auch möglich, dass man zum Beispiel ein 32-Bit-Windows auf einem 64-Bit-Prozessor installiert. Das machen manche Leute, wenn man auch weniger Arbeitsspeicher zur Verfügung hat. In dem Fall habe ich hier 4 GB, deswegen habe ich hier ein 64-Bit-Betriebssystem und die 32-Bit-Bibliotheken habe ich eben extra installiert. Das erlaubt mir dann 32 und 64-Bit zu benutzen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ist, aber es ist auch eigentlich egal. Und ja, jetzt kommt dann noch eben dazu die Windows-Variante. Man sieht auch schon an der Endung, dass das hier eine Exe-Datei ist. Interessant finde ich, dass die Exe-Datei deutlich kleiner ist als die Linux-Datei. Ich wüsste gerne mal, woran das liegt. Also irgendwas Unnötiges ist da wahrscheinlich bei den Linux-Dateien drin. Ich kann mir das sonst nicht anders erklären. Naja, wenn wir ein Windows-Gerät hätten, dann könnte man wahrscheinlich nur die mittlere Variante ausführen. Bei neuerem Windows mit so Kompatibilitätslayer wahrscheinlich die anderen beiden auch. Aber ja, demonstriere ich das jetzt mal. Also ich kann auch die Windows-Exe-Datei auf Linux einfach doppelklicken und öffnen. Und entweder habe ich nicht richtig geklickt oder... Ah ja, doch, da passiert was. Was war das denn? Eine Fehlermeldung oder was? Ach doch. Ja, hier. Da haben wir die Windows-Variante. Und ja, die Windows-Variante hat höhere FPS oder was? Das ist ja auch merkwürdig. Die Windows-Variante schneller. Gut, also ich sehe gerade dann, sollte ich nur noch Exe-Dateien verwenden unter meinem Linux-System, dann habe ich kleinere Dateien und höhere Framerate. Naja, also man sieht jedenfalls, die Windows-Variante funktioniert wunderbar. Und warum kann ich hier eine Windows-Exe-Datei eigentlich ausführen? Naja, ganz einfach, man sieht es schon am Symbol. Also auf kleineren Displays kann man es natürlich nicht erkennen, aber das liegt an Wine. Es gibt einen Debian-Programm, das heißt ein Linux-Programm, das heißt Wine, und das mappt beim Starten zu den Windows-Bibliotheken, die es mitliefert. Also das ist Wine steht für Wine is not an Emulator. Das heißt, es ist nicht sowas wie VirtualBox, das emuliert keinen Prozessor oder ähnliches, sondern beim Starten linkt das einfach das Programm so. Das Linking, wer wissen will, was das ist, muss es einfach mal irgendwie ChatGPT fragen oder so. Das ist funktioniert wie auf einem Windows-Gerät. Man kann auch Spiele und fast alles für Windows kann man auch mit Wine ausführen. Naja, und mir ermöglicht das eben alle drei Varianten hier zu demonstrieren. Man sieht, die 32-Bit-Variante funktioniert, startet auch sofort. Die 64-Bit-Windows-Variante funktioniert. Die lädt etwas länger, weil wohl dieses Linken und so etwas mehr länger dauert, was Wine da am Anfang macht. Und die 64-Bit-Linux-Variante funktioniert. Als nächstes möchte ich dafür sorgen, dass sich diese Windows-Variante auch unter Windows XP verwenden lässt.
Also, dass es zwei gibt, eine 64-Bit-Windows-Variante und eine 32-Bit-Windows-Variante. Und dass möglichst beide auch unter Windows XP laufen. Das möchte ich demnächst machen. Ich weiß nicht, ob ich da ein neues Issue für erstelle oder nicht, aber das fände ich nämlich auch interessant zu sehen, wie schnell das auf einem Windows XP-Rechner, ich habe da so ein paar, läuft.